Ist das die Chance für den Dreh, aktuelle Markt? Tatsächlich hatte man so ein bisschen den Eindruck, wenn man auf den heutigen Tageschart guckt, schaut euch den heutigen Tag hier an. Das ging ja schon mal nach oben, aber wer mit Kerzen besser zurechtkommt, ihr habt einen langen Tail oben, ganz kleinen Körper hier. Also das sieht noch nicht so richtig doll aus. Und auch wenn ich den internen Verlauf mir mal angucke, das machen wir mal gemeinsam. Wie guckt man da drauf auf so einen Chartverlauf, wenn man den sieht? Wir haben das Tief hier, wir haben das Hoch hier und jetzt entscheidet ihr mal, wie findet ihr den Verlauf? Jetzt könnte man sagen, naja, immerhin aufwärts. Erstes Kriterium. Ja, vielleicht sogar schon schnell. Aber was auffällt, ist, wir haben einen Bruch mehr oder weniger in der Aufwärtsbewegung und das ist so mehr oder weniger hier. Danach ging es relativ schnell und hier vorne ging es so ein bisschen wackelig. Aber theoretisch hat man eigentlich den Eindruck, ist das nicht irgendwie eher sogar dreiwellig und damit wieder so halbwegs korrektiv. Also ihr seht schon, ich bin noch gar nicht so super begeistert für die Aufwärtsrichtung. Noch ist die Welt da nicht verloren, aber ich sag mal, dreiwellig ist schon mal zumindest keine gute Voraussetzung, weshalb die Vermutung naheliegt, dass wir hier aktuell vielleicht so ein bisschen das Pendant zu dieser Korrektur hier aktuell gesehen haben und es anschließend sogar noch mal einmal tiefer geht. Oh je, noch tiefer, das wünscht man sich doch nicht. Na, es wäre auch im insgesamtigen Bild, wir hätten eine scharfe Abwärtsbewegung, wir hätten hier vorne so eine sogenannte Seitwärtskorrektur, dann sind wir noch mal eine starke Richtung runter und die ließe sich theoretisch auch noch mal irgendwie unterbrechen hier und da. Also theoretisch hätte man hier ebenfalls so einen internen Fünfweller, hier die scharfe Korrektur. Und wundern würde es mich eigentlich nicht, wenn wir den ersten Teil da hinten noch mal bekommen, also noch mal ein bisschen tiefere Kurse und vielleicht die 13.000er-Marke. Zumindest mal ist der Anstieg, den wir hier sehen, ja noch nicht so richtig doll und die Gegenbewegung fängt ja jetzt auch schon wieder ganz schön zügig an. Na gut, also ihr seht, so richtig begeistert für die Kaufseite, jetzt einfach kaufen und long sein, finde ich noch nicht so adäquat. Das kann sich ändern. Wie würde sich das ändern beim DAX? Müsste das dann in etwa so aussehen, dass wir irgendwo einen guten Startpunkt haben, also theoretisch dann nochmal einmal tiefer müssten unter diesen Punkt, damit wir ein echtes Tief haben. Dann wäre der Kurs nämlich von oben gekommen. Wie gesagt, einen starken Anstieg. Ja, den hatten wir doch hier auch. Völlig richtig. Anschließend wackelig runter. Ja, hatten wir doch hier auch. Völlig richtig. Und dann getriggert werden, das heißt, der Kurs auch wirklich oder die Marktteilnehmer wirklich das Interesse zeigen, in die Richtung zu marschieren, sprich diese Marke nochmal zu durchstoßen. Ja, okay, den hatten wir nicht. Also, ihr seht, Ansätze für einen Dreh hatten wir hier mitunter. Also, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, na, relativ steil hoch, relativ wackelig hier nach unten. Das wäre ein möglicher Trigger. Da sitze ich dann schon, bereite mich so ein bisschen mental mal drauf vor. Autogenes Drehen, nein, so schlimm ist es nicht, aber wo man dann sagt, na, vielleicht mal, wenn der jetzt hier hochkommt. Ach so, er ist nicht hochgekommen und dementsprechend auch die Tat ausgeblieben, hier auf die Long-Seite zu wechseln. So, aber das ist ja Geschichte. Aber ihr seht, das könnte uns jetzt nochmal blühen. Wenn das nochmal blüht, wie sähe das aus? Naja, eigentlich genau das gleiche hier nochmal, nämlich in etwa vielleicht so, vielleicht von einem tieferen Niveau. Dann allerdings, wenn er es durchstößt, den Einstieg. Und das ist die Geduld, die viele Marktteilnehmer nicht aufbringen, die sagen dann, ah, ich gehe jetzt schon mal rein, ich will das nicht verpassen oder ich will möglichst viel intensiv mitnehmen. Ja, aber aus genau dem Grund ist es durchaus sinnvoll, über irgendwelche Trigger sozusagen nachzudenken, ob man da reinkommt. Also ihr seht es zusammengefasst. Ich habe die Vermutung, dass es noch mal einmal tiefer geht. Nur wenn wir das bekommen, das ist keine Ankündigung, dass wir dieses Bild bekommen. Das ist nur, wenn wir das bekämen, hätten wir die Bedingung für die Longseite. Bekommen wir das nicht, rede ich auch überhaupt nicht im Moment über die Longseite, sondern gehe eher noch mal von dem tieferen Ding dort aus. So, also Short gehen. Naja, gucken wir mal nach Amerika. Wie sieht es denn da aus? Auch hier hat man so ein bisschen den Eindruck, na, Rüdiger, hier im 4-Stunden-Chart, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Vielleicht sogar schon so als eine Idee, dann wären wir doch hier schon auf dem Weg nach oben. Aber dafür bräuchten wir einen starken Anstieg. Hui, den haben wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine wackelige Gegenbewegung. Korrekturen sind gerne dreiwellig. Ja, also ihr könnt das hier nochmal, starke Bewegung, Korrekturen sind gerne dreiwellig und wenn ihr hier durchstößt, dann eben nochmal die Fortsetzung in die starke Richtung. Also ihr seht, hier sind wir schon in der Situation, die Aufnahme ist jetzt hier ein bisschen später, die Situation, Schub nach oben, wackelig hier nach unten,
Das weiß ich noch nicht, ob das passiert. Das ist jetzt keine Ankündigung. Genauso wird es passieren. Aber wenn wir sowas sehen, dann haben wir eine Chance, anschließend an der Stelle davon auszugehen, dass es nochmal nach oben geht. Also ich sehe die Chance, dass entweder schon jetzt oder bald diese Abwärtsbewegung mindestens mal in Pausemodus kommt. Wir erinnern uns, ich hatte im Großen ja immer mal wieder das angebracht. Ihr habt das Video vielleicht gesehen. Zack, A, B, C nach oben und hier runter. Fände ich nicht schlimm. Ich weiß, viele finden das total doof. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist ja nichts anderes als das, was wir hier vorne haben. Ja, der Verlauf ist vielleicht ein bisschen anders, aber letztlich eine ganz normale Korrektur im Sinne einer Aufwärts, Korrektur und Aufwärtsbewegung. Also das beißt sich noch überhaupt nicht mit der Idee, dass wir vielleicht sogar noch immer im Bullenmarkt sind. Aber wie gesagt, von Händler muss man immer von Ecke zu Ecke denken. Für die kurzfristigen, für die Intraday-Freunde unter euch, achtet auf sowas. Im Moment kriegen wir einen Steilpass. Ich hoffe, dass ihr noch die Situation vielleicht schon selber gesehen habt. Wenn ihr diese Videos regelmäßig anschaut, dann solltet ihr da das Auge schon ein bisschen geschult haben, denn ich erwähne diese Situation ja ganz häufig. Wenn das passiert, wäre das eine Chance für Long, wenn er das triggert. Übrigens jetzt schon mal für die, die sagen, 5 Minuten ist mir zu kurzfristig. Umgekehrt, Schub runter, A, B, C, böte dann die Chance auf der Unterseite, diese Brüche, nicht hier auf der Unterseite, auf den Zwischentiefs, davon auszugehen, dass wir das nochmal bekommen. Also ihr seht, es ist nach wie vor Chance, realistische Chance, dass wir uns nochmal ein bisschen weiter nach unten fortsetzen, auch nach der Korrektur, die wir vielleicht jetzt hier gerade im Moment miterleben. Das ist übrigens sehr ähnlich auch bei den Kollegen beim S&P, womit ich noch so ein bisschen strauchel, ist das jetzt hier schon diese komische fünfwellige und sind wir jetzt hier schon in dieser ABC-Bewegung? Das halte ich für durchaus realistisch, dass wir da im amerikanischen Markt schon drin sind. Insbesondere, wenn ich jetzt sehe, dass der Markt ja weiter noch nach oben strebt. Wir sehen das an dieser schnellen Aufwärtsbewegung. Na gut, soll so sein. Stark nach oben, wackelig nach unten. Fortsetzung, wackelig immer dran denken. Dreiwellig, so wie hier A, B, C. Ja, oder umgekehrt, wo hatten wir es hier vorne? Zack, A, B, C. Oder auch hier theoretisch A, B, C. Das sind immer so Anzeichen, dass das nicht die richtige Richtung ist. Lasst euch aber triggern, das ist ganz wichtig. Ansonsten würdet ihr an Stellen Short gehen, wo Short oder Long gehen, je nachdem, wo sich das nicht ausgeht. So, also ihr seht, der Markt in Amerika macht den Eindruck, als ob er dieses Szenario durchspielt. Bis welche Zielhöhe, machen wir das mal für den S&P hier, welche Zielhöhe können wir da im Auge behalten? Merkt euch immer, höchster Punkt, tiefster Punkt, dann kriegt ihr diese Fibonaccis, wenn ihr das mal messt. Und ein klassischer Rücksetzer ist ungefähr die 38,20er Marke, das ist bei 4.193, aber so genau wird an der Börse nicht geschossen, könnte auch 4.190 sein. Und wer jetzt sagt, das hatten wir doch schon, dem sei die Frage gestellt, glaubt ihr, dass das korrektiv ist? Ich finde das nicht. Korrektiv wäre in dem Kontext für mich besser irgendwie sowas. Oder alternativ von mir aus auch sowas. Mit vielen Kursüberschneidungen, dass die Gegenbewegungen sich überschneiden. Also die Zone haben wir schon fast erreicht, darf aber auch hochgehen bis 4.250 in etwa. Das wäre alles in Ordnung. Wichtig wäre, dass das wackelig ist und dass das triggert, um nochmal die Short-Seite zu fahren. So lange müsste man in diesem Bild warten mit der Short-Seite. Und wenn ihr sagt, jetzt bin ich völlig verwirrt, da redet er von Short, da redet er von Long. Ja, immer von einer Ecke zur nächsten denken. Es ist exakt das gleiche Bild. Zack, wackelig runter. Ist das ein Long? Mit Erwartungshaltung, dass wir uns ein gutes Stück fortsetzen. Meine Befürchtung, hier wird neu der Markt herausgefordert, ob er dann wirklich dreht. Das wissen wir im Zweifelsfall nicht, das ist mir aber, wenn ich hier irgendwo einsteigen kann, vorläufig egal, wenn ich sehe, oh guck mal, der ist nochmal 50 oder 100 Punkte gestiegen, super, ist doch klasse, 100 vielleicht nicht unbedingt, aber ist eben nochmal ein gutes Stück gestiegen, ist doch super, wenn ich das Teilstück da zumindest mal mitnehme. Hier oben wird das entschieden, das Ergebnis wissen wir noch nicht, aber wir haben die Einstiegsmarken an den Triggerpunkt. Ich weiß, dass das jetzt für viele Einsteiger schwierig ist. Ich merke selber, didaktisch war das Video jetzt vielleicht nicht ganz optimal, aber ich hoffe, dass diese vielen Zeichnungen, die ich da reingebe, euch so ein bisschen das Auge oder besser beide die Augen öffnen, dass ihr sagt, ich erkenne, was die stärkere, was die dreiwellige Bewegung ist. Wann immer ihr nicht so sicher seid, macht euch die Mühe und sagt, okay, hier hat irgendwas begonnen und bis hier ist das eher ein Impuls, also irgendwie eine Linie oder
wenn Pause, mit Abständen dazwischen? Oder sieht das eher korrektiv aus? Ja, also wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich den Markt angehen soll, was ist denn das hier für eine Bewegung von hier bis hier? Würde ich jetzt vorläufig eher sagen, das sieht im Groben eigentlich dreiwellig aus. Dreiwellig ist korrektiv. Das heißt, wir sind hier ebenfalls auf der bullischen Seite. Also auch ein Argument, was für den bullischen Markt spricht und dass wir vielleicht hier irgendwie nochmal hochkommen. Wie gesagt, mit Umweg oder nicht, das weiß ich noch nicht genau. Im Zweifelsfall warte ich auf die nächste kleinere Korrektur und versuche, die dann hier zu handeln. Beim Nasdaq sieht es grundsätzlich ähnlich aus. Auch hier gilt, oh Gott, hier hatten wir eine Abwärtsbewegung. Überlegen wir mal. Im Zweifelsfall, ich hatte euch gestern so einen Indianer-Trick gezeigt, so, also wie man es auch immer nennen will, so haben wir das immer früher genannt, irgendwie sowas in der Richtung total praktisch, total einfach, funktioniert immer. Kneift die Augen zusammen, stark in eine Richtung, Gegenrichtung, das, Dreiweller. Oder ihr sagt euch, aber wir haben hier viele Gegenbewegungen da und hier, die alle mit Kurs, hier auch nochmal mit Kursüberschneidungen wieder sind, das spricht nicht für die Haupttrendrichtung, ebenfalls ein Argument für vorläufig nochmal nach oben. Diese Messung, was ich hatte, das könnt ihr natürlich bei jedem Chart machen, probiert das selber mal aus, Fibonacci hat eigentlich jedes Chartprogramm, einigermaßen sinnvolles Chartprogramm, merkt euch, in diese Zone gehen typischerweise Gegenbewegungen, hier wird dann entschieden irgendwo, ob der Kurs weiterläuft oder nicht, es ist denkbar, dass wir hier ABC bekommen. Wenn er hier tatsächlich dreht, wäre das der Trigger für nochmal Short. Ich halte das im Moment für das wahrscheinlichere Bild aufgrund der vorangegangenen Bewegung. Aber nehmen wir mal an, ich bin Born, hatte eh keine Ahnung, der Kurs läuft hier weiter hoch. Ja, super. Gibt es irgendwann sowas, dann wird er überlappungsfrei, dann gibt es wieder eine Korrektur und auch immer wieder neue Einstiege im Großen und im Kleinen. Das heißt, wenn ihr mal sagt, in diesem Teilsegment habe ich keine Ahnung, dann wartet ihr, im Zweifelsfall lasst ihr die Position laufen, zieht vielleicht den Stop hinterher oder eben guckt zu und wartet, bis ihr die nächste Trading-Situation dann daraus nutzen könnt. Dass ihr aus diesen Videos was nutzen könnt, das würde ich euch sehr gönnen und würde ich mich sehr freuen, in der Hoffnung, dass ihr jetzt Anregungen habt, auf was ihr heute Nachmittag guckt. Ihr seht, ich bin gar nicht so negativ drauf, jetzt hier für die nächsten Stunden sehe ich eine ganz gute Chance, dass wir hier in die höheren Bereiche mal reinkommen. Beim Nasdaq vielleicht 13.170, bisschen niedriger notfalls, vielleicht aber auch 13.300 oder sagen wir 400 irgendwie so in der Richtung. Das fände ich schon ganz gut. In irgendeiner idealerweise dreiwelligen Bewegung, das würde dann wieder hierzu passen, um uns nochmal nach unten zu gehen. Also ihr seht, meine vorzügliche Erwartung ist, dass wenn wir in diesem Bereich drin sind, es eigentlich nochmal runter müsste. Das würde das gesamte bullische Bild immer noch nicht kaputt machen. Wir hatten immer noch die Chance, dass wir hier so ein Verlaufsmuster haben. Also selbst wenn wir nicht auf dem direkten Weg hier nach oben gehen, also ich würde dieses Bild eigentlich eher bevorzugen im Generellen. Aber was weiß ich schon. Deshalb guckt euch die einzelnen Segmente an, die einzelnen Zeitrahmen an und dann werdet ihr schon da sinnvolle Situationen finden. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.